Okay, servus. Frühsport ist fertig. Wir sind hier bei uns auf dem Grundstück. Wir versuchen eine Asia-Pfanne rauszuhauen. Wir haben heute natürlich unser bestes Schweinefleisch. Dann haben wir Brokkoli, Paprika, Peperonis hauen wir rein, Zwiebel und Knoblauch werden wir noch reinhauen. Rotkohl und Zucchini weiß ich noch nicht, ob wir die reinmachen. So, jetzt marinieren wir erstmal unser Fleisch, dass das ein bisschen einziehen kann. Dafür schneiden wir das in pfannengerechte Stücke. Ich mache einfach mal so Streifen. So, wir hauen unser Gewürzsalz rein. Nicht zu knapp. Dazu Teriyaki-Soße. Das schüttel ich erstmal durch. Dann hauen wir rein, hoppala, Sesamöl und Pfeffer hauen wir auch noch rein. Okay, jetzt kneten wir den Schnodder einmal durch, dann kann das einziehen. Können wir wegstellen. Wir hauen Brokkoli rein, da schneiden wir uns ein paar kleine Röschen ab. Hier legen wir uns alles in eine Schüssel. Der Rest kann noch weg. Peperoni, da schneiden wir uns einfach ein paar Stücke runter. Dann nehmen wir Zwiebel. Das hauen wir alles hier rein. Als nächstes nehmen wir Pilze. Die habe ich jetzt vorhin vergessen, aber die, wenn wir sie schon da haben, hauen wir sie auch mit rein. Da kappen wir die Stiele ein bisschen. Jetzt hauen wir noch Knoblauch mit rein. Muss auch alles nicht so fein klein geschnitten werden. Wir machen das auf rustikal. Wir hauen noch Ingwer rein. Da schneide ich einfach so ein Teil ab. Schälen tue ich da nichts großartig. So, jetzt hauen wir noch Paprika rein. Viel braucht man nicht. Die schneide ich einfach ein Stück runter. Das Weiße ein bisschen raus. So, da schneide ich auch einfach mundgerechte Stücke. Rotkohl hauen wir doch ein bisschen mit rein. Da schneiden wir einfach einen Brocken runter und dann kleine Scheiben, sag ich mal. Das war's schon mit dem Schnibbeln. Jetzt hauen wir hier Fischsoße rein. Unser Gewürzsalz darf natürlich nicht fehlen. Jetzt vermengen wir das Ganze mal. So, wir haben jetzt vorbereitet. Unser Gemüse ist mariniert. Unser Fleisch ist mariniert. Als erstes braten wir unser Fleisch an, natürlich unser eigenes. Dazu habe ich im letzten Video schon ein bisschen was dazu erzählt, könnt ihr euch mal anschauen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Brutzeln werden wir das Ganze heute in der Pfanne von einem Kumpel von mir. Der stellt die her für den Johann Lafer. Handgemacht natürlich. Ich hau mal den Link in die Videobeschreibung rein. Ich bin super zufrieden mit dem Teil. Auf offenem Feuer, Outdoor, Induktion, egal was ihr wollt. Die Dinger sind super. Eingebrannt habe ich sie natürlich schon. Ja, los geht's. Die erhitzen wir jetzt erstmal, dass wir hier ein bisschen Dampf reinkriegen. Klappe machen wir zu.
Klappe zu, Affe tot. Das Teil haben wir selber gebaut. Oder selber zusammengestellt. Schuss Öl rein. Noch eine Sekunde. Oder zwei. Aber wir können ja auch schon mal probieren. Das dauert noch. So, jetzt brutzeln wir mal den ganzen Schmodder an. Hitze haben wir, Ja, zwei, drei noch drauf. So, Fleisch ist fertig. Röstaromen ohne Ende. So, jetzt hauen wir gleich das Gemüse rein. So, komm, wir hauen alles rein. So. Jetzt hauen wir nochmal Sesamöl drüber. Zack. Und das in der Lava-Pfanne. Wenn das nicht geil wird. So, jetzt hauen wir das Fleisch nochmal dazu. Die Hälfte hier drauf. Dass es gut aussieht, hauen wir noch ein bisschen Sesam drüber. So, das war unsere Asia-Pfanne Outdoor. Sehr gut, auch im Fladen, Asia-Pfanne im Jufka-Brot. Lasst mir ein Like da, abonnieren. Bis nächste Mal. Machen wir auch irgendwas mit unserem Fleisch. Werden wir sehen, was wir machen. Ich lasse mir was einfallen. Ciao.